Ja, willkommen zurück hier im Horsch Live-Studio. Ja, während Corona sind natürlich verschiedenste Sachen etwas schwieriger geworden, gerade wenn es darum geht, Maschinen zu präsentieren. Messen sind teilweise komplett abgesagt worden oder nur unter sehr, sehr komplizierten Bedingungen durchzuführen. Und das war natürlich auch für uns hier im Hause Horsch Anlass zu überlegen, wie können wir denn die Neuheiten zu euch bringen, aber natürlich auch mit euch in Verbindung bleiben, über unsere Produkte sprechen, über unsere Ansichten im Ackerbau zu sprechen. Ja, da haben wir im letzten Jahr in 2020 viel überlegt und dann zu Beginn dieses Jahres die Entscheidung getroffen, wir wollen eine Roadshow machen, erstmalig in der Firmengeschichte, und zwar mit dem Ziel, kleine Veranstaltungen zu machen, ja, irgendwo eine Gruppe 10, 20, manchmal bis 50 Personen zusammenzuholen in den einzelnen Märkten und uns über Technik unterhalten, über Anbausysteme unterhalten und natürlich auch über Innovationen, die in Zukunft auf den Betrieben unterwegs sein werden. Ja, daraus hat sich die Innovation for Farmers Tour entwickelt und die haben wir in diesem Jahr gestartet. Wir sind erstmalig dann nach Polen gefahren, wir sind ins Baltikum gefahren. Wir sind dann Richtung Süden unterwegs gewesen und haben verschiedenste Stationen gemacht, immer mit dem einen Ziel, letztendlich Technik zu zeigen, in den Dialog einzusteigen und natürlich am Ende auch interessante Gespräche zu führen. Wir haben einen kleinen Clip zusammengeschnitten mit den besten Impressionen für euch, damit ihr, falls ihr nicht dort wart, einfach einen kleinen Eindruck bekommen habt oder bekommen könnt, was wir gemacht haben und auch im nächsten Jahr noch weitermachen werden. Ja, ich würde mal sagen, starten wir den Clip.